Gut. Gut, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Sitzung. Ich entschuldige mich für diese Unordnung. Ja. Aber wir müssen noch. Ist er auch da? Ja. Gebe sofort alles. Dann beginnen wir. So. Und noch diese beiden. Und volle Bogen. Bitte sehr. Das ist alles für Sie. Ups, Entschuldigung. Noch. Bitte. Bitte sehr. Gut. Entschuldigung, ich begrüße Sie herzlich. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich möchte mich jetzt zuerst vorstellen. Mein Name ist Gianluigi Segalerbo, ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität. Das Argument von heute Abend ist eben Tugend und Wissen bei Platon, und um kurz das Problem darzustellen, es geht darum, es scheint natürlich, alles, was ich sagen werde, ist sehr, sehr kontrovers, ist Objekt von wirklich, von unendlich zahlreichen Disputen, Interpretationen, Gegeninterpretationen, Streitereien und so weiter. Klammer. Wenn ich viel zu schnell spreche, bitte alles sofort sagen. Ich weiß, ich habe die Tendenz, nach dem Fortlauf des Vortrages immer schneller zu sprechen. Ich muss mich immer bremsen. Passen Sie nicht so viel auf, wenn ich von Mal zu Mal hier schaue, denn diese Sitzung wird aufgenommen, vorausgesetzt, sie werde von der Technik nicht verraten, und wird Ihnen auf dieser Webseite, hier haben Sie alle, auch meine Telefonnummer, Adressen, E-Mail-Adressen und Adresse von einer Webseite, in welcher Sie Materialien finden werden, unter anderem auch Dokumente, welche diese Sitzung betreffen. Und unter anderem natürlich auch die Aufnahme von dieser Sitzung. Das Argument von heute Abend ist eigentlich so, das heißt, es scheint, dass in bestimmten Dialogen, in bestimmten Werken von Platon, praktisch in allen Werken von Platon, eine strenge, strikte Korrelierung gibt zwischen Wissen und Tugend. Das heißt, bezüglich bestimmter Werke ist es so, Platon vertritt die Auffassung, wobei er diese Auffassung immer wieder durch Sokrates ausdrücken lässt, dass Wissen, wobei die Inhalte von diesem Wissen nicht eigentlich entfaltet werden, es scheint so, Wissen, voraussichtlich vermutlich Wissen der ganzen Wirklichkeit und auch der Zustände der Wirklichkeit, ist sowohl eine notwendige wie auch eine ausreichende Bedingung, um tugendhaft zu sein. Das heißt, weiß ich, was zum Beispiel eigentlich zu befürchten ist und nicht zu befürchten ist, bin ich unmittelbar mutig. Und in diesem Sinne bin ich mutig, nicht scheinbar mutig, sondern bin ich in der Lage, die Tugend vom Mut zum Beispiel wirklich zu bekommen. Und das lässt sich ausweiten auf alle Tugenden. Nicht nur auf Mut, sondern auch auf Frömmigkeit, auf Großzügigkeit und so weiter. Das tritt immer wieder in verschiedenen Dialogen auf. Aber, das wirklich ist sozusagen die Präsentation und auch die Synthese vom Hauptthema vom Vortrag. Platon scheint nicht immer dieser Meinung gewesen zu sein.
Das heißt, diese ist eine Meinung, die er vertritt oder scheint zu vertreten, wiederhole, es ist wirklich alles, über alles, was ich heute sagen werde, gibt es jede Menge Interpretationen, Streitereien und so weiter. Aber es scheint so, aber in anderen Dialogen ist die Lage nicht mit das Führungszeichen so einfach, denn es ist zu sagen, dieses Verhältnis zwischen Tugend und Wissen wird hat eine Entfaltung, eine Analyse, trifft auf eine Analyse bei Platon, welche viele, viele, viele Seiten seiner Dialoge in Anspruch nimmt. In anderen Dialogen, wie zum Beispiel irgendwie schon in Phaidon und besonders im Staat, in der Republik, ich tendiere immer Republik zu sagen, ist es so, dass Platon scheint nicht hundertprozentig einverstanden zu sein mit dieser Äquivalenz. Das heißt, dass Wissen notwendig ist für um tugendhaft zu sein, ja, aber dass es ausreichend ist, ist es nicht so einfach. Ist es nicht so einfach, denn je mehr Platon die Struktur der Seele analysiert, sieht er oder vertritt er die Auffassung, dass die Seele eigentlich ein Kompositum, eine Komposition von einander widerstreitenden Kräften, besonders was betrifft den begehrenden Teil, welcher an sich selbst nur bezähmt sein kann, aber nicht fähig ist, wirklich tugendhaft zu sein, und hingegen den intellektiven Teil. Das heißt, wenn Platon inne wird, dass in der Seele eben ein Spiel von Potenzen und Gegenpotenzen gibt, funktioniert in diesem Sinne nicht mehr die Äquivalenz Tugend und Wissen für ihn, denn jeder Mensch hat für ihn in sich selbst eine Kraft, welche widerspenstig ist jeder Form von Moralität. Deswegen, einerseits ist Platon der Meinung, in den ersten Dialogen, diese Meinung wird niemals eigentlich aufgegeben, wird nur transformiert, adaptiert an die weitere Analyse, an die Vertiefung in der Analyse der Seele. Aber einerseits ist Platon grundsätzlich der Meinung, weiß ich, was gut und schlecht ist, werde ich unmittelbar tugendhaft, moralisch. Kann ich Moralität erwerben. Wenn er noch nicht sich in die Analyse der Seele vertieft hat. Wenn er hingegen dann entdeckt durch seine Untersuchung, dass unsere Seele, natürlich nach seiner Auffassung, drei Teile hat, wobei zwei Teile zumindest gegeneinander immer in Konflikt stehen, das heißt, der begehrende Teil, welcher der Faktor vom Bösen ist und wird immer der Faktor vom Bösen ist, kann nur bezähmt werden, kann nur eingeweicht werden, eingegrenzt, aber nicht völlig eliminiert. Und andererseits gibt es den intellektiven Teil, und in diesem Sinne der intellektive Teil ist schon in der Lage, moralisch zu sein. Das heißt, es ist das Prinzip, dass die moralische Entwicklung in Sinn bekommen kann. Wenn er aber inne wird, bewusst wird, gewahrt wird, diese Opposition, kann er sich nicht mehr leisten zu sagen, bin ich, ich weiß alles, ich weiß, was Tugend ist, ich weiß, wie ich in diesem Falle mich zu verhalten habe, und deswegen werde ich so tun. Das kann er nicht mehr sagen, denn er ist bewusst in sich selbst, ja, der intellektive Teil würde so tun, aber der intellektive Teil wird immer kontrastiert mit einer Gegenmacht, welche die Durchführung von moralischen Handlungen immer entweder verhindert oder zumindest kontrastiert. Das ist das Problem von der Sitzung von heute.
Einerseits Tugend und Wissen. Tugend ist notwendig und ausreichend. Entschuldigung, Wissen ist notwendig und ausreichend, um tugendhaft zu sein. Aber dann, dieses System erfährt sowieso, könnte wir sagen, eine Krise. Platon sagt, ja, gut, das stimmt, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Nicht so unmittelbar. Und Platon modifiziert auch irgendwie seine Auffassung vom Wissen. Wir werden sehen, wie in bestimmten Dialogen, welche entweder zur mittleren Periode von Platon gehören oder zur späteren Spekulation von Platon selbst gehören. Das heißt, er ist nicht mehr so, könnte wir sagen, unmittelbar optimistisch. Er ist, man kann, wenn man will, wahrnehmen die Präsenz von einem fortschreitenden Pessimismus seitens Platons bezüglich der Moralität und der Fähigkeit und der Leichtigkeit, mit welcher die Moralität zu erreichen ist. Das heißt, wenn man in Dialogen wie Menon oder Protagoras, besonders Protagoras, in Betracht zieht, diese sind schon frühe Dialoge, sind nicht die frühesten Dialoge, aber sie gehören zu einer früheren Periode der Spekulation des Platons, ist man in der Lage zu sehen, dass Platon immerhin der Meinung ist, alle Schwierigkeiten zum Trotz, ja, ich kann moralisch werden. Ich weiß, ich erreiche die Wissenschaft und werde auch moralisch sein. Große Kontraste gibt es nicht. Das heißt, böse zu sein ist nur eine Frage von Ignoranz. Bin ich von der Ignoranz befreit, bin ich auch gut. Im Staat, das gilt nicht so hundertprozentig, nicht so unmittelbar. Im Staat ist es so, dass Platon sagt, gut, leider die Seele ist so verfasst, setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen und besonderes Maßen ist gekennzeichnet von einem kontinuierlichen Kampf zwischen Intellekt einerseits, welche moralisch sein wird, und aber eine Macht, welche er zum Beispiel auch das Monster in uns nennt, welche ja bezähmt werden kann, aber nicht eliminiert werden kann. Das heißt, dieser Konflikt ist nie zu aufzuheben, kann nie aufgehoben werden. Und dementsprechend modifiziert auch seine Auffassung vom Wissen. Wir werden sehen, wie. Ich habe einige Texte verteilt, vielleicht zu viele, aber sowieso, sie können interessant sein, denn wie gesagt, diese Themen sind weit verbreitet. Es ist nicht so, dass Platon ein Dialog oder eine Reihe von Dialogen nur an einem Thema gewidmet hat, sondern diese Diskussionen sind hin und her zu finden. Und praktisch durchfahren die ganze Produktion von Platon, vom Anfang bis zu Ende. Deswegen ist es auch nicht so leicht, eine wirkliche Auslese zu machen. Das heißt, man riskiert immerhin etwas vor Augen zu verlieren. Ich habe mich dann für diese besondere Auslese entschieden und habe mich auch entschieden, dass vielleicht in der nächsten Sitzung, die aber nicht hier stattfinden wird, über die Dreiteilige der Seele von Platon, ich einige Themen von heute wieder aufgreifen werde. Denn natürlich, die Themen sind verwandt. Ich habe einige Themen, möchte zuerst noch etwas sagen, organisatorisches. Das heißt, Sie können immer Fragen stellen, das ist klar. Sie haben alle dieses Dokument, die Präsentation vom Vortrag, welche die verschiedenen Kapitel von heute enthält. Und Sie werden sehen, dass bei jedem Punkt A, B, C und D, es ist immer Fragen und Antwort. Das heißt, das ist eine Empfehlung. Ich möchte nicht, dass man denkt, kann Fragen stellen, nur am Ende der Sitzung. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Möchte nur eine schnelle Kontrolle der Dokumente, die ich verteilt habe. Sie sollten haben zum Beispiel dieses Dokument über die Platons Lebensangaben alles bekommen. Falls nicht, natürlich hier stehen überzählige Kopien zur Verfügung. Es ist in 3 Blättern. Und dann sollten Sie 2 Chronologien von den Werken von Platon bekommen haben.
Diese sind nützlich, um zu erklären, dass zum Beispiel, ich habe erwähnt, Protagoras als Dialog und dann Phaidon und zum Beispiel Staat. Und Sie können sehen, dass Protagoras noch zu den früheren Dialogen von Platon. Nur eine? Nur eine und die zweite. Danke. Und dann über sein Leben habe ich auch nichts. Das, die Lebensangabe habe ich nicht. Bitte. Sind die? Danke. Bitte. Kein Problem. Diese sind einige. Dann sollten Sie auch dieses Schema über die Ideen bekommen haben. Das ist etwas, das vielleicht heute Abend nicht so in Betracht gezogen werden wird, aber es handelt sich um eine Zusammenfassung bezüglich der verschiedenen Interpretationen, welche von den platonischen Ideen gegeben werden können. Ich habe gedacht, vielleicht könnte das irgendwie interessant sein. Ja, dann sollten Sie alle, wenn ich mich nicht geirrt habe, ein Dokument, ein etwas längeres Dokument über Protagoras, Dialog Protagoras. Ja. Für diejenigen, die nicht haben, kann ich natürlich. Sie sollten auch zwei Unterlagen vom Dialog Gorgias, das irgendwie auch zu erwähnen ist. Das heißt, eines beginnt mit Seite 68 und das andere mit der Seite 88. Sie könnten auch relevant sein. Zumindest will ich sie erwähnen. Dann können Sie dann später lesen und mir schreiben durch Internet natürlich, werde ich immer zur Verfügung stehen. Ja, dann sollten Sie zwei Unterlagen, eins über Symposion von Platon und die andere Unterlage ist über Menon. Ich habe auch hier überzähligen Kopien. Was habe ich noch? Ja. Dann eine Unterlage ist trägt nicht den Namen, aber es ist das Sokrates-Preis-Rede auf Eros und das betrifft Phaidros. Das ist Dialog Phaidros. Ich habe, glaube, schon verteilt mit den verschiedenen Kopien, die ich, der Bücher, aus denen ich diese Texte fotokopiert habe. Was haben wir noch? Ja. Ja, dann haben Sie auch eine Kopie von Phaidon. Das ist auch relevant. Sie sollten alles bekommen haben. Das, was mit dem 9. Buch beginnt und mit 7. Buch und mit 4. Buch ist die Republik oder Staat. Ich habe die Kopie auch verteilt. Es ist immer diese Ausgabe von Reclam. Letztendlich sollten Sie auch diese Kopie, es ist Buch 2, das ist nicht Platon, sondern Aristoteles.
Es ist die ethische, die nikomachische Ethik aus Aristoteles. Ja? Kein Problem. Ich habe viele Kopien. Ja. Es ist ein Blatt, nur ein Blatt. Und natürlich, wenn Sie kontrollieren wollen, ihr unter Programm der Sitzung auf der Seite 2 gibt es die ganze Liste von den Texten, die ich heute verteilt habe. Unter A, Verteilung der Materialien, gibt es die ganze Liste von den Texten. Das heißt, wenn etwas nicht klappt, können Sie sich frei an mich wenden und ich habe alle Texte. Republik. Staat. Staat, ja. Ja, es ist immer Staat. Was ist in viertes Buch, siebentes Buch und neuntes Buch, es ist immer Staat. Staat, ja. Ah, danke. Kein Problem. Und dieses Blatt ist nur die Präsentation von diesem Programm, University Meets Public. Ja, ich habe auch gedacht, ich könnte auch Texte, das heißt, könnte auch einige Lebensangaben über Platon geben, die ja zur Verfügung gestellt habe, sind diese Dokumente. Ich werde vielleicht mit der Biografie von Platon nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, denn das würde natürlich Zeit haben für die Diskussion. Was ich sagen möchte, ist nur, dass es als Geburtsdatum gilt, 428, 427. Platon stammt aus einer hochadeligen Familie von Athen. Die Erfahrung, die er wird, nach der Art und Weise der Erziehung, welche die hochadeligen Familien hatten, erzogen. Die Erfahrung, die sein Leben endet, ist das Zusammentreffen mit Sokrates. Das ist, wie Sie sie auch in diesem Dokument Platons Lebensangaben sehen können, soll ungefähr um das Jahr 408 erfolgt sein. Das heißt, wenn Platon mehr oder weniger 20 Jahre alt war. Und Platon befolgte die Diskussionen von Sokrates bis zum Tod von Sokrates. Sokrates wird hingerichtet an dem Prozess im Jahr 399. Das ist das der Hauptpunkt des Lebens von Platon, denn dann praktisch fast alle Dialoge sehen Sokrates entweder als Teilnehmer der Dialoge oder meistens als die Hauptfigur der Dialoge selbst. Mit der Ausnahme der späteren Dialoge. Platon gründet 390 eine Schule, die Akademie in Athen, deren Erziehungsweise, deren Erziehungsprogramm wahrscheinlich in Staat, in der Republik bebildert wird. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die Schüler von dort sich besonders befassen sollten mit der Arithmetik, mit der Geometrie, mit der Astronomie, und mit Musik im Sinne aber der musikalischen Verhältnisse. Das heißt, Musik aber Musik im Sinne von musikalischen Verhältnissen gesehen nach der mathematischen Art. Das heißt, alles was mit Arithmetik zu tun hatte, hatte ohne Zweifel die Priorität in der Akademie. Er unternimmt in seinem Leben verschiedene Reisen, das heißt, es wird gesprochen zwischen der Tod von Sokrates 399 und 390 Begründung der Akademie, dass er zum Beispiel in Kyrene gewesen sein soll, aber auch in Ägypten und in Sizilien. Über die Reise nach Ägypten gibt es jetzt einige Zweifel. Vielleicht wahrscheinlicher ist er, dass er schon vor 390 in Sizilien gewesen war. Dann werde er drei weitere Reisen mit Sicherheit nach Sizilien unternehmen. Ich werde darüber sprechen, kurz sprechen. Es ist aber
möglich, dass er zwischen 399 und 390 schon eine Reise in Sizilien gemacht hatte oder sowieso in Unteritalien, in Großgriechen, dem damaligen Großgriechenland, zum Beispiel in Tarent, wo er seine erste Kenntnisnahmen mit dem Pythagorismus gemacht haben soll. Denn ohne Zweifel sind pythagorische Einflüsse auf Platon zu lesen in seinen Dialogen. Drei Reisen nach Sizilien hat er mit Sicherheit unternommen, 388 ungefähr, 368, 367 und 361. Die erste Reise, wenn nach Syrakus, drei Reisen nach Syrakus, die erste Reise wurde unternommen, wenn noch Tyrann von Syrakus war Dionysius der Alte. Die letzten beiden, wenn Tyrann von Syrakus der Sohn von Dionysius der Alte, Dionysius der Junge war. In Syrakus hatte er eigentlich große Hoffnungen gesetzt, denn er glaubte, er war der Überzeugung, dass er in Syrakus eben sein politisches Projekt bewerkstelligt konnte. Diese Hoffnungen wurden aber verraten. Das heißt, all drei Reisen nach Syrakus enden mit sozusagen geistigen Niederlagen. Und sonst hat Platon war immer in der Akademie tätig und wirkte tätig in der Akademie bis zu seinem Tod, welcher erfolgte vor vielen Jahren 347, je nach den Rekonstruktionen. Diese sind irgendwie die Hauptpunkte des Lebens Platons. Natürlich, auf Frage kann ich auch etwas mehr sagen, aber ich würde sagen, das ist das Grundsätzliche von seinem Leben. Wie gesagt, das Thema von heute ist eben dieses Verhältnis, und vielleicht kann ich etwas vorlesen von einem Dialog. Entschuldigung, wenn ich kontrolliere, aber man muss immer aufpassen. Der erste Text, den irgendwie in Betracht gezogen werden muss, um das Verhältnis zwischen Tugend und Wissen zu erklären, ist meiner Meinung nach der Dialog Menon. Sie werden sehen können, Sie sollten alle dieses Dialog haben, die Texte, das ist die Fotokopie von diesem Dialog haben, Menon und Protagoras. Menon und Protagoras. Aber Menon, sozusagen, vor dem Protagoras, denn die beiden Dialoge sollen gehören mehr oder weniger zur selben Komposition, zur selben Kompositionszeit, Zeit seitens Platons. Sie sind mit allergrößter Sicherheit geschrieben worden in einer, sozusagen in einer frühen Periode der Spekulation von Platon. Das bedeutet bei weitem nicht, dass diese Dialoge einfacher sind oder dass sie mit Leichtigkeit zu Betracht zu nehmen zu ziehen sind. Sie sind schon sehr, sehr komplex. Beide sind sehr komplex. Und in Menon, in den Seiten, die ich heute verteilt habe, können wir etwas Interessantes finden. Das heißt, Platon zum Beispiel fragt sich über die Verschiedenheit, welche besteht, zum Beispiel bezüglich Mut und Tapferkeit oder Mut und Waghalsigkeit oder Mut und Tollkühnheit, je nach der Übersetzung. Das heißt, es ist so, mit einem Wort wird eine wirkliche Tugend in Betracht gezogen wie Mut, und mit dem anderen Wort, altgriechischen Wort, das altgriechische Wort lässt sich auf verschiedene Art und Weise übersetzen. Ich habe verschiedene Übersetzungen gefunden. Tapferkeit, Waghalsigkeit, Tollkühnheit, Kühnheit, einfach, ist etwas, das irgendwie mit in Richtung von Mut, aber mit einer bestimmten Verrücktheit einhergeht. Und Plato fragt sich, wo liegt aber die Differenz zwischen den beiden? Warum sind diese
diese Eigenschaften als gleichwertig zu erhalten? Und die Antwort ist nein. Aber warum? Die Antwort von Platon im Dialog ist, weil diejenigen, die mutig sind, sind immer begleitet in ihrer Tugend oder ihrer Eigenschaft ist eine echte Tugend, weil diese Tugend immer begleitet ist von Wissen und von Klugheit. Das heißt, es ist das Wissen oder die Klugheit, welche diese bestimmte Verhaltensweise zu einer Tugend macht. Und das wird irgendwie ausgedehnt auf alle Tugenden. Das heißt, Tugend ist das nur, wenn wir Wissen haben. Umgekehrt, ist Wissen nicht da, ist auch Tugend nicht da. Oder auch, Wissen ist dasselbe als Tugend. Weil, warum? Leider lässt Plato natürlich uns mit mehr offenen Fragen als Antworten. Denn deswegen habe ich gesagt, es ist sehr komplex. Manchmal spricht von den sogenannten Frühdialogen, als ob sie einfach wären. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall. Die einzige Differenz ist liegt meiner Meinung nach darin, dass zumindest einige der sogenannten Frühdialogen, die Sie im ersten und zweiten Periode aufgelistet sehen können, die einzige Differenz ist vielleicht, dass die Frühdialogen kürzer sind. Aber wenn man analysiert bestimmte Argumentationen von den Frühdialogen, es wird man wirklich Stunden und Stunden und Stunden auf die Bücher hocken, um zu verstehen, wie die Argumentationen funktionieren. Und das wird unter anderem, lässt sich sehen, auch in den Kommentaren, die auch für die sogenannten Frühdialogen, die auch die Dialoge, die ganz, ganz winzig, ganz, ganz klein sind, die sowieso sich immer mehr ausweiten. Das Problem im Menon ist diesen, das heißt, warum sagt er Wissen gleich Tugend? Weil es ist so, wenn ich eine Wissenschaft habe oder finde, welche mir erklärt, was zum Beispiel im Sinne von Mut zu befürchten ist und nicht zu befürchten ist, dann werde ich in der Lage, wirklich mutig zu sein. Das heißt, ich weiß, dass das zu befürchten ist, weiß, dass nicht zu befürchten ist und deswegen habe ich eine Regel bekommen, um mich zu richtig, das heißt, der Vernunft nach, auf eine vernünftige Art und Weise zu verhalten. Wenn ich nur auf dem Impuls von Tapferkeit, von Waghalsigkeit, von Tollkühnheit verhalte, kann ich natürlich mich zufälligerweise auch mutig verhalten, aber das Zentrum, das heißt das Befehlszentrum, das mich in meinen Handlungen führt, wird nicht von Wissen, nicht von einem Grund, nicht von einer Kenntnis geleitet, dirigiert, sondern nur von meinem Impuls, von meinem Trieb oder von meiner Verrücktheit. Das ist nicht dasselbe als Mut. Mut und alle Tugenden, da er zieht nur in Betracht Mut und Tapferkeit, Mut und Waghalsigkeit, denn dieses ist ein Beispiel, das ihm dient, um die Differenz zu erklären und das Weshalb der Differenz besser auszulegen. Aber was er vermitteln will, ist einfach, Tugend ist da, wenn ich weiß. Was weiß ich? Natürlich, das scheint eher eine totale Wissenschaft sein, eine globale Wissenschaft. Sollte eine Wissenschaft bekommen, welche mir erklärt, was und was zu tun ist in den verschiedenen Situationen, Zuständen, in welchen ich mich befinde. Und nicht nur natürlich, wenn von Mut die Rede ist, sondern auch zum Beispiel von Frömmigkeit die Rede ist oder von Heiligkeit die Rede ist und von den anderen Tugenden insgesamt. Es ist aber dieses Wissen, das mich in den verschiedenen Bedingungen, Lebensbedingungen, in welche ich mich finden kann,
Es ist immer dieses Wissen, das mir sagt, was ich machen soll in dieser Situation oder in dieser Situation, in dieser Situation. Das heißt, es ist dieses Wissen, das sozusagen mich vorantreibt zu dieser oder dieser anderen Tugend, welche zum Beispiel von einer bestimmten Lebenssituation erfordert wird. Mut, wenn ich im Krieg bin oder in einer anderen Situation, in welcher Mut erfordert wird. Daher sagt im Menon, in dieser Seite, so etwas wie Klugheit scheint dasselbe als Tugend zu sein, oder Wissen und Tugend sind dasselbe. Weil die Tugend ist da, wenn ich eine bestimmte Wissenschaft erreicht habe. Wobei er aber eigentlich, deshalb habe ich gesagt, er lässt uns mit mehr offenen Fragen als mit Antworten. Er spezifiziert nicht, was diese Wissenschaft für Inhalte hat. Dass Tugend darf zu sein von Wissenschaft, von Wissen abhängt, ist klar. Aber was dieses Wissen eigentlich ist, denn man könnte sich fragen, aber was ist eigentlich dieses Wissen? Ein globales Wissen, das mich dirigiert in allen Lebensbedingungen, in allen Lebenssituationen, wie auch immer diese Lebenssituationen sein können. Das ist das Problem, das ich persönlich mich frage, wenn ich Menon lese. Vielleicht, er hat nicht diese Antwort gegeben, weil er hier mehr konzentriert war auf das Problem von Wurzel, vom ersten Impuls und Tugendhaft zu sein, und weil er demonstrieren wollte, dass Tugend etwas ist, das lehrbar ist. Das heißt, nicht etwas, das angeboren ist, sondern etwas, das mir gelehrt werden kann. Und deswegen etwas, das allen belehrt werden kann. Nicht etwas, das ein Vermögen, das nur auf bestimmte Personen reserviert ist. Das war seine erste Sorge. Seine erste Sorge. Und deswegen hat vielleicht sich nicht so das Problem gestellt, was aber eigentlich sei dieses Wissen. Bestimmte Inhalte, welche im Menon zu finden sind, sind auch im Dialog Protagoras zu finden. Es ist wahrscheinlich, dass beide Dialoge mehr oder weniger auf dieselbe Zeit zurückzuführen seien, bezüglich der Verfassungszeit. Die Idee sich anbahnt, dass eigentlich alle Tugenden nicht voneinander getrennt seien, sondern irgendwie verschiedene Gesichter von einer selben Realität seien. Und das lässt sich erklären. Deshalb, weil es ist immer das Wissen, das alles dirigiert. Und deswegen, je nach der verschiedenen Situationen, wird dieses Wissen in diese oder diese andere Tugend übersetzt. Aber eigentlich ist es immer dasselbe Wissen. Und deswegen, die Tugenden sind bei Lichte besehen dieselbe Tugend. Es gibt eine Einheit der Tugenden. Diese Idee lässt sich schon beobachten im Menon, aber wird ohne Zweifel deutlicher im Dialog Protagoras, von dem Sie eben dieses, glaube ich, ist das längere Dokument bekommen haben. Protagoras ist auch ein sehr interessanter Dialog und sehr schwierig, ohne Zweifel sehr schwierig. In Protagoras wird das Problem des Verhältnisses zwischen Wissen und Tugend wieder in Angriff genommen und auch bereichert mittels anderer Auffassungen. Wie zum Beispiel die berühmte Auffassung, welche in der zweiten Mitte des Dialogs vorgestellt wird und das uns sozusagen alle, normalerweise alle Leserinnen und Leser
beeindruckt, dass niemand ist vorsätzlich böse. Oder dass niemand ist vorsätzlich, macht freiwillig das Böse. Oder dass niemand wählt vorsätzlich, absichtlich, freiwillig böse Handlungen. Natürlich, diese Auffassung ist, lässt immer so ein bisschen mit offenem Mund lässt erstarren. Und nicht zu Unrecht natürlich, nicht zu Unrecht. Warum wird das gesagt? Ja, bei Lichte besehen, das hängt wieder zusammen mit dieser Identität zwischen Tugend und Wissen oder mit dieser Abhängigkeit vom Tugendhaftsein von einem bestimmten Wissen. Klammer auf. Auch in diesem Dialog wird ganz klar gesagt, Tugend, um tugendhaft zu sein, müssen wir Wissen haben, wird aber nicht gesagt, was dieses Wissen ist. Es wird gesagt, über die Inhalte von diesem Wissen werden wir ein anderes Mal diskutieren. Aber eher die erste Sorge ist, zu beweisen, oder zumindest aufzuweisen, zum Bewusstsein zu bringen, dass wenn ich mich schlecht behandle, ist, weil ich grundsätzlich auf ignorante Weise handle. Und wenn ich das Böse mache oder wähle oder boshaft handle oder schlecht handle, ist darauf zurückzuführen, nicht auf eine Bosheit von meiner Seele, sondern auf meine Ignoranz. Ich werde jetzt erklären, weshalb, wie es funktioniert. Es ist eine sehr, sehr lange Argumentation, sehr, sehr lange Argumentation praktisch. Sie können sehen, hier habe ich, glaube, an die 30 Seiten fotokopiert von Protagoras, aber die Argumentation ist weitaus länger. Es ist nicht die ganze Argumentation. Was besteht denn da genau unter Ignoranz? Ja, jetzt werde ich erklären. Aha. Werde ich erklären. Der Punkt ist, dass in Protagoras, in Dialog Protagoras wird zuerst debattiert, ob, entschuldigen Sie, wenn ich das kontrolliere, ich halte nur das und dann...